Sehr geehrter Herr Staatssekretär Meister, liebe Mitglieder des Auswahlausschusses, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, Sie ganz herzlich zur Verleihung der diesjährigen Heinz-Meyer-Leibniz-Preise willkommen zu heißen. Dass diese Preisverleihung nun auch unter Pandemiebedingungen stattfinden kann, das darf uns allen ein Grund für Zuversicht und Optimismus sein, auch weiterhin den Einschränkungen des alltäglichen und des wissenschaftlichen Lebens die Stirn zu bieten. Vielen Dank Ihnen alle für die damit verbundenen Umstellungen. Die besonderen Umstände der vergangenen und bevorstehenden Monate unterstreichen, so meine ich, Sinn und Zweck gerade dieses Preises. Seit der Preisgründung geht mit seiner Verleihung ein zusätzlicher Ansporn für diejenigen einher, die außergewöhnliche wissenschaftliche Leistungen bereits in frühen Jahren ihrer Forscherinnen und Forscherkarriere vollbracht haben. Nun, Ansporn, neue Erkenntnisse zu liefern, findet man dieser Tage zu Genüge. Bereits bei zunehmend alltäglichen Fragen, wie denn nun etwa die Dynamiken des Infektionsgeschehens zu verstehen sind. Die hier relevanten Faktoren bleiben vielschichtig, sind in dieser Vielschichtigkeit aber zugleich sowohl medizinisch als auch psychologisch und kulturell erforschbar. Selten waren wissenschaftliche Fragestellungen alltäglicher und Expertise gefragter denn heute. Und doch soll der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis eben nicht nur Ansporn sein, nicht nur den Erwartungsdruck an die eigene Forscherin und Forscherperson erhöhen, er sollte ebenso Anerkennung für das bereits Geleistete sein. Auch diese Seite gehört zur Auszeichnung. Und so freue ich mich bereits auf die Würdigungen der Preisträgerinnen und Preisträger, die in Kürze von den Mitgliedern des Auswahlausschusses vorgetragen werden und denen ich für ihre sachliche und engagierte Mitarbeit auch an dieser Stelle vielmals danke. Lassen Sie mich dabei erwähnen, dass sich der Auswahlausschuss dieses Jahr noch intensiver in noch längeren Diskussionen, die schließlich sogar einen zusätzlichen Auswahltag erforderlich machten, mit seinen Entscheidungen befasst hat. Was wiederum bedeutet, dass die Ausgewählten sich ihrer Qualität umso sicherer sein dürfen und dies bei 126 eingegangenen und durchweg hochkarätigen Vorschlägen. Ein gewissenhafter Auswahlprozess ist aber die Voraussetzung, dass mit der Auswahl auch wirklich Anerkennung verbunden ist. Und diese Anerkennung ist gerade auch in der Pandemiesituation und damit einhergehenden gestiegenen Erwartungsansprüchen gegenüber der Wissenschaft besonders wichtig. Denn leider erleben wir dieser Tage auch, dass Teile der weltweiten Wissenschaft eher auf Schnelligkeit denn auf Gründlichkeit setzen. Dagegen unterstützt die Adelung durch den Preis eine wissenschaftliche Haltung der Redlichkeit und Sorgsamkeit auch zur Verminderung jenes unguten Drucks auf wissenschaftliches Arbeiten. Diesen Druck von den Forschenden zu nehmen, kann nur gelingen, wenn dem ein politischer Wille entspricht, Forschung nicht nur als Mittel zur schnellen Lösung bekannter Probleme zu begreifen, sondern im Gegenteil, Forschungsfreiräume bereits in frühen Karrierestufen zu ermöglichen. Auch dafür steht dieser Preis. Und dafür kann er stehen, wofür ich Ihnen, sehr verehrter Staatssekretär Meister, ganz besonders danken möchte. Ebenso wie für Ihre Bereitschaft, die Verleihung auch unter virtuellen Bedingungen mit Ihren Worten zu bereichern. Vielen Dank. Neue Impulse für die Forschung dürfen mit der heutigen Preisverleihung also erwartet werden. Aber auch eine Form der Forschung, die nicht mehr leistet, als sie dauerhaft zu leisten imstande ist. Und dass damit gerade exzellente Forschung gemeint ist, das haben die heute zu Ehrenden bereits mit großem Nachdruck dargelegt. Heute wollen wir Sie dafür feiern. Dieser Tag gilt ganz Ihnen, liebe Frau Kramm, Frau Maas,
Frau Molnar-Gabor, Frau Undorf, Herr Kottlatz, Herr Nunan, Herr Oberdiek, Herr Saliba, Herr Schilling und Herr Zeyer. Möge Ihnen die Auszeichnung weiterhin viel Kraft geben, Ihre Kreativität beflügeln und beitragen, Forschungsfragen mit Ausdauer und Gründlichkeit, mit Sorgfalt und Geduld bravourös anzugehen. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute weiterhin. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Marlies Hochburg, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seit mehr als 4 Jahrzehnten zeichnen die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das Bundesministerium für Bildung und Forschung herausragende junge Wissenschaftler mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preisen aus. Es gibt nur wenige Anlässe, die die Aufmerksamkeit in vergleichbarer Weise auf die Potenziale junger Wissenschaftler lenken. Es ist mir daher eine große Ehre und Freude zugleich, mit den Heinz-Meyer-Leibniz-Preisen heute zum ersten Mal einen der wichtigsten Wissenschaftspreise in Deutschland verleihen zu dürfen. Mit der heutigen Preisverleihung wollen wir in erster Linie die eindrucksvollen Forschungsergebnisse würdigen, die Sie in Ihren jeweiligen Fachgebieten von der neueren deutschen Literatur bis zur physikalischen Chemie von Festkörpern bereits erreicht haben. Sie widmen sich der faszinierenden Forschungsfrage, wie sich Effizienzsteigerungen bei Feststoffbatterien erreichen lassen. Sie betrachten biomedizinische Fragen aus einer ganzheitlichen juristischen Perspektive und tragen damit zur Etablierung des Fachgebiets Biomedizinrecht bei. Oder Sie befassen sich mit der Entwicklung einer kostengünstigen und einfach herstellbaren Alternative für klassische Silizium-Solarzellen. So unterschiedlich die 3 ausgewählten Beispiele auch sind, jeder von Ihnen, liebe Preisträger, hat bereits zu einem frühen Zeitpunkt Ihrer wissenschaftlichen Karriere wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse erbracht. Die Verleihung der Heinz-Meyer-Leibniz-Preise 2020 soll deshalb auch Ansporn und Motivation für Sie sein, weiterhin so herausragende Forschung zu betreiben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für exzellente wissenschaftliche Forschung und Erkenntnis gibt es keine einfachen Erfolgsmechanismen. Innovationen gelingen nicht einfach so. Es bedarf vielmehr eines komplexen Zusammenspiels verschiedener Bausteine, um Deutschlands Rolle als Innovationsland und als globaler Innovationstreiber weiter zu festigen. Erstens. Es braucht kluge Köpfe, die immer wieder Bekanntes und vermeintlich Bekanntes in Frage stellen, Hypothesen bilden, verifizieren und falsifizieren. 10 dieser klugen Köpfe zeichnen wir heute aus. Zweitens, es braucht wissenschaftlich beflügelnde Orte, an denen offener und kritischer Diskurs gewünscht und gefördert wird. Sie alle, liebe Preisträger, forschen an solchen Orten. Ob in Berlin, Bonn, Darmstadt, Gießen, Heidelberg, Mannheim oder München. Ob an Universitäten, technischen Universitäten oder an Akademien. Und drittens, es braucht attraktive und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, um die Innovationsfähigkeit Deutschlands zu erhalten und zu steigern. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung leistet dazu mit vielfältigen Maßnahmen einen wichtigen Beitrag. Mit den im letzten Jahr verlängerten Wissenschaftspakten garantieren Bund und Länder, dass Forschung und Lehre in Deutschland auch künftig auf Spitzenniveau stattfinden kann. 120 Milliarden Euro in 10 Jahren aus dem Pakt für Forschung und Innovation, das bedeutet Budgetsicherheit bis 2030. Kein anderer Staat der Welt bietet seiner Wissenschaft so exzellente Konditionen. Auch für die Hochschullehre sind die Pakte ein historischer Meilenstein. Mit dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken und der Innovation in der Hochschullehre
fördert der Bund zum ersten Mal dauerhaft, ohne jegliche zeitliche Befristung, gemeinsam mit den Ländern Studium und Lehre an den Hochschulen. Das sind rund 4 Milliarden Euro, die jedes Jahr aufs Neue den Hochschulen und Studierenden zugutekommen. Noch nie gab es für das deutsche Wissenschaftssystem mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit. Auf mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit zielen Bund und Länder aber nicht nur in der Wissenschaftsfinanzierung ab, sondern auch in den individuellen Karrierewegen zur Professur. Bislang liegt das durchschnittliche Berufungsalter auf eine Lebenszeitprofessur in Deutschland bei über 40 Jahren. Die Zeit davor ist allzu häufig mit befristeter Beschäftigung verbunden. Eine Zeit, in der für viele der Wunsch nach Familie in den Vordergrund rückt und damit der Wunsch nach mehr beruflicher Verlässlichkeit und Planbarkeit. Nur wenn es uns gelingt, und damit meine ich nicht nur Bund und Länder, sondern auch die Hochschulen, wettbewerbsfähige Karriereperspektiven anzubieten, wird das deutsche Wissenschaftssystem für die besten Köpfe jeder Generation von jungen Wissenschaftlern weiterhin attraktiv sein. Unsere gemeinsame Antwort auf diese Herausforderung sind das Tenure-Track-Programm und das Programm FH-Personal. Wir tragen damit den Spezifika der Karrierewege zur Professur an Universitäten und an Fachhochschulen Rechnung. Kernelement des Tenure-Track-Programms von Bund und Ländern ist die breite Einführung des Karriereweges der Tenure-Track-Professur an den deutschen Universitäten. Die Tenure-Track-Professur zeichnet sich dadurch aus, dass bereits bei der Erstberufung die spätere Lebenszeitprofessur zugesagt wird, anhand transparenter Evaluationskriterien sowie verbunden mit dem klaren und verlässlichen Zeithorizont. Für die Förderung von 1.000 zusätzlichen Tenure-Track-Professuren stellt der Bund signifikante Mittel bereit. 1 Milliarde Euro verteilt über eine Laufzeit von 15 Jahren. Die Zielgruppe dieses neuen Karrierewegs deckt sich im Wesentlichen mit Ihnen, exzellent ausgebildete, ambitionierte und kreative junge Wissenschaftler in der frühen Karrierephase, das heißt unmittelbar nach der Promotion oder in den ersten Jahren danach. Rund ein Viertel der 1.000 geförderten Tenure-Track-Professuren ist bereits besetzt. Rund 300 Tenure-Track-Professoren werden noch ausgeschrieben. In anderen Fällen laufen derzeit bereits die Berufungsverfahren. Der ideale Zeitpunkt für eine Bewerbung auf eine Tenure-Track-Professur ist damit jetzt. Ganz besonders freut es mich, dass mit Ihnen, lieber Herr Professor Saliba, erstmals zumindest zeitweilig ein geförderter Tenure-Track-Professor unter den Preisträgern war. Mit dem Programm FH-Personal haben Bund und Länder im vergangenen Jahr die Besonderheiten der Karrierewege zur Fachhochschulprofessur in den Blick genommen. Professoren an Fachhochschulen müssen nicht nur über Forschungs- und Lehrkompetenz, sondern auch über Praxiserfahrung verfügen. Damit stehen Fachhochschulen bei der Personalgewinnung oft in direkter Konkurrenz zur Wirtschaft. Das Programm FH-Personal unterstützt die Konzeption und Umsetzung neuer Personalgewinnungs- und Qualifizierungsstrategien. Gefördert werden damit die einzelnen Fachhochschulen in der jeweils für sie passenden Form. Vor rund einer Woche hat das Auswahlgremium seine Förderentscheidungen für die erste von zwei Hauptphasen des Programms getroffen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Wissenschaftler muss immer über sich hinauswachsen. Er muss den bisherigen Stand der Wissenschaft übertreffen und sodann ins Neue vorstoßen zu können. So beschrieb Heinz Meyer-Leibniz einmal die Aufgabe von Wissenschaftlern. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen auch in Zukunft immer wieder gelingt, ins Neue vorzustoßen, neue Einsichten zu erhalten und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ich gratuliere Ihnen nochmals herzlich zu Ihren herausragenden Leistungen. Dieser Abend gehört Ihnen.
Meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Kurz und ich grüße Sie herzlich aus dem Universitätsklinikum Bonn. Es ist mir eine große Freude, die Laudatio auf den Kinderarzt Dr. Daniel Kottlatz aus München zu halten, der den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis in diesem Jahr für seine Arbeiten zu angeborenen Immundefekten erhält. Wie allgemein bekannt, verteidigt unser Immunsystem uns jeden Tag gegen unzählige Mikroben. Im Darm steht es dabei vor einer ganz besonderen Herausforderung. Es muss die nützlichen Darmbakterien, die uns bei der Verdauung unterstützen, von Krankheitserregern unterscheiden. Die ausgeklügelten Mechanismen, die bei dieser Entscheidung wichtig sind, sind jedoch immer noch nicht völlig verstanden. Es ist jedoch gut bekannt, was bei deren Versagen passiert. Dann kommt es zu chronischen Darmentzündungen mit schweren Symptomen. Dr. Kottlatz hat genetische Ursachen entdeckt, die zu solchen Immunregulationsstörungen und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bei Kleinkindern führen. Dr. Daniel Kottlatz hat von 1999 bis 2007 Humanmedizin und zusätzlich Molekular- und Zellbiologie studiert und mit einem Dr. Med respektive einem PhD abgeschlossen. Ab 2012 war er Assistenzarzt im Dr. von Haunerschen Kinderspital der LMU München. Seit 2016 arbeitet er am Harvard Department of Gastroenterology, zuerst als Postdoc, dann als Research Fellow. Seit 2017 betreut er zusätzlich eine Arbeitsgruppe in München im Rahmen eines DFG-Sonderforschungsbereiches. Dort beschäftigt er sich mit den genetischen Ätiologie und Pathophysiologie primärer Immundefekte und konnte eine ganze Reihe genetischer Defekte von Molekülen des Immunsystems identifizieren, die zu den genannten Überreaktionen gegen Darmbakterien führen. Dazu gehören zum Beispiel die Rezeptoren für die Interleukine 10 und 21, die normalerweise das Immunsystem bremsen würden. Aus diesen Entdeckungen ließ sich erstmalig ableiten, dass einzelne Gene und nicht nur komplexe Genkombinationen solche Darmerkrankungen auslösen können. Diese Arbeiten läuteten einen Paradigmenwechsel ein, der dieses Gebiet der Pädiatrie maßgeblich geprägt hat. Denn wenn bei den kleinen Patientinnen und Patienten die individuell unterschiedlichen Krankheitsgene identifiziert werden können, erlaubt dies eine gezielte, personalisierte Therapie. Auch hierzu hat Dr. Kottlatz mit seiner Arbeitsgruppe in München einen ersten Beitrag mittels Stammzelltransplantation geleistet. Daniel Kottlatz hat ein Netzwerk internationaler Kooperationen mit 150 klinischen Zentren in 42 Ländern aufgebaut und so die größte internationale Patientenkohorte in seinem Feld etabliert. Auf dieser Basis hat er eine große Zahl wissenschaftlicher Arbeiten in international hoch angesehenen Zeitschriften publiziert. Er hat mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten und erwähnt werden soll auch eine Einladung als Rising Star Wissenschaftler im Grand Challenges Annual Meeting des BMBF und der Bill & Melinda Gates Foundation im Jahr 2018. Zusammengefasst hat Dr. Kottlatz unser Wissen über primäre Immundefizienzen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen von Kindern maßgeblich definiert. Ohne Zweifel ist er ein außergewöhnlich erfolgreicher klinischer Scientist, der aus seiner ärztlichen Erfahrung wissenschaftliche Fragestellungen ableitet, durch hochklassige Forschungsstrategien aufklärt, durch klinische Studien überprüft und schließlich innovative Therapieansätze entwickelt. Lieber Herr Kottlatz, wir alle freuen uns, Sie als Träger des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises 2020 beglückwünschen zu können. Ulrike Kramm benennt in ihrem Lebenslauf folgende Forschungsthemen. Ganz schlicht. Elektrokatalyse für energierelevante Reaktionen, spektroskopische Charakterisierung und Synthese von edelmetallfreien Katalysatoren. Viele von uns erkennen, hier geht es um unsere Energie in der Zukunft, um unsere Mobilität, um Antrieb, um Umwelt. Themen, die uns sicher alle interessieren. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tragen zum technologischen Fortschritt auf diesen Gebieten bei. Direkt oder indirekt. Ulrike Kramm tut dies in ganz außerordentlicher Weise. Mit sehr, sehr hoher Sichtbarkeit in einem breiten wissenschaftlichen Fach und in unserer Gesellschaft. Verwendet man edelmetallfreie Katalysatoren in Brennstoffzellen, kann man zum Beispiel kostengünstigere, umweltfreundlichere Autoantriebe herstellen. Eisen-, Stickstoff-, Kohlenstoffkatalysatoren könnten Platin-Katalysatoren ersetzen.
Ulrike Kamm stellt solche Materialien nicht nur her, sondern untersucht sie mit innovativen, von ihr entwickelten und betriebenen in situ spektroskopischen Verfahren, in einzigartigen, sehr eleganten Experimenten. Und so gelangen ihr damit Einblicke in die Elektrokatalyse, die anderen so bisher nicht gelungen sind. Wissen über das katalytische Zentrum, über Ladung und Spinzustände der beteiligten Spezies, also über die Ursachen der katalytischen Effekte, erlaubt es, neue Katalysatormaterialien rational zu entwickeln, jenseits von Trial and Error. Energie und Antrieb sind nicht nur Stichworte, um das Forschungsgebiet von Ulrike Kramm zu thematisieren, sie passen auch auf die Person. Seit Beginn ihrer eigenständigen Laufbahn haben die wissenschaftlichen Arbeiten von Ulrike Kramm Pioniercharakter. Sie sind innerhalb der Fachgemeinschaft viel zitiert und außerhalb der Fachgemeinschaft bekannt und anerkannt. Die Arbeiten von Frau Kramm wurden immer wieder mit wichtigen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Curious Mind Forscherpreis der Merck KG und des Manager Magazins im vergangenen Jahr und dem wichtigsten Nachwuchspreis der TU Darmstadt im Jahr 2018. Die Mittel für ihre erfolgreiche Forschung hat Frau Kramm fast sämtlich selbst eingeworben. Seit 2017 leitet sie eine BMBF-Nachwuchsgruppe im Programm Nanomat Futur. Ihre Juniorprofessur trat sie 2015 an, nach mehrjährigen Postdoc-Aufenthalten in Kanada und am Helmholtz-Zentrum Berlin, einer Gastprofessur an der TU Berlin sowie Tätigkeiten als Wissenschaftlerin und Entwicklungsingenieurin auf dem Weg zu ihrer Promotion an der TU Berlin. Ursprünglich ausgebildet als Ingenieurin für physikalische Technik, verbindet sie in ihrer Forschung und Lehre jetzt die Chemie mit den Materialwissenschaften. Es gibt nur wenige Kolleginnen und Kollegen, deren Persönlichkeit, Vita und wissenschaftliche Leistung natürlich uns einen vergleichbaren Eindruck von Zugkraft, Wirksamkeit und Brillanz vermitteln. Ich beglückwünsche Frau Professorin Dr. Ulrike Kramm sehr, sehr herzlich zu dieser Auszeichnung. Liebe Festgesellschaft, liebe Frau Maas, natürlich wären wir heute alle sehr gerne gemeinsam in Berlin, aber das können wir ja aus uns allen bekannten Gründen leider nicht sein. Auf der anderen Seite gibt mir das die Gelegenheit, eine visuelle Brücke zu schlagen zu Ihrem Forschungsthema, den Fresszellen. Die Entwicklungsbiologin Elvira Maas befasst sich nämlich mit einer besonderen Gruppe von Zellen unseres angeborenen Immunsystems, den sogenannten Makrophagen oder Fresszellen. Sie helfen aber nicht nur bei der immunologischen Abwehr von Pathogenen, sondern sie tragen auch zur Entwicklung und Gesunderhaltung vieler Körperorgane entscheidend bei. So wissen wir heute, auch dank Arbeiten der Preisträgerin, dass sogar degenerative Erkrankungen des Nervensystems auf Störungen einer ganz speziellen Gruppe gehirnständiger Makrophagen, der Mikroglia, zurückgeführt werden können. Aber auch in der Leber, der Lunge, der Niere, unsere Knochen oder in der Haut gibt es Mitglieder dieser Familie von Fresszellen. Lange war die Herkunft der Gewebemakrophagen unklar und man glaubte vor allem, sie entwickelten sich aus Blutstammzellen. In einer Serie höchst eleganter Experimente an Mäusen zeigte Elvira Maas, dass die Vorläuferzellen der Gewebemakrophagen schon in einem frühen Stadium der Entwicklung eines Embryos aus dem Dottersack in die verschiedenen Gewebe einwandern und sich dann dort gewebspezifisch weiter ausbilden. Weitere herausragende Arbeiten widmeten sich den bereits erwähnten Mikroglia des zentralen Nervensystems sowie den Knochenmakrophagen, den Osteoklasten, die bildhauerartig für die richtige Ausbildung der Knochen verantwortlich sind. Bei Überfunktion jedoch einen krankhaften Knochenabbau verantworten. Da die Biologie der Makrophagen so vielfältig und komplex ist, dürfen wir auf die weiteren Erkenntnisse der Preisträgerin sehr gespannt sein. Die bahnbrechenden Arbeiten, für die sie heute ausgezeichnet wird, stammen vor allem aus Maas Postdoktorandenzeit bei Frederick Geismann am Memorial Sloan Kettering Center in New York City und am King's College in London. Zuvor führte sie ihr Weg als Doktorandin ins Labor von Michael Hoch am Limes-Institut in Bonn, genau dort, wo sie nun seit 2017 eine eigene Arbeitsgruppe führt. Den Grundstein ihrer Karriere legte Frau Maas ebenfalls in Bonn, wo sie das Diplom der Biologie mit Schwerpunkt Entwicklungsbiologie, Genetik und Biochemie erwarb. Frau Maas
hat in den führenden internationalen Zeitschriften publiziert. Bereits für ihre Doktorarbeit wurde sie von der Bayer AG mit einem Promotionspreis ausgezeichnet. In den Worten eines Gutachters haben ihre ausgezeichneten Arbeiten in der wissenschaftlichen Gemeinschaft den Blick auf die Differenzierung gewebeständiger Makrophagen und ihre Bedeutung für die Krankheitsentstehung wesentlich verändert. Genügend Gründe, ihr den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2020 zu verleihen, zu dem wir herzlich gratulieren und Elvira Maas auf ihrem weiteren Weg alles Gute wünschen. Dass Digitalisierung alte Probleme lösen und neue schaffen kann, ist nicht erst seit den Debatten um die Corona-Warn-App, ihre möglichen Chancen für die Pandemiebekämpfung und ihre möglichen Gefahren für den Schutz privater Daten deutlich. Tatsächlich werfen digitale Techniken der Speicherung und Nutzung biomedizinischer Daten seit längerem komplex gelagerte datenschutzrechtliche Fragen auf, mit denen einzelne nationale Rechtssysteme unterschiedlich umgehen. Wie aber kann man die Freiheit der Forschung in einem hochgradig internationalisierten Wissenschaftssystem mit den staatlich gewährten Rechten auf informationelle Selbstbestimmung angemessen balancieren? Diese Frage führt ins Zentrum der interdisziplinär angelegten Forschung unserer diesjährigen Preisträgerin Justina Molnar-Gabor, die ich Ihnen im Folgenden in aller Kürze vorstellen darf. Frau Molnar-Gabor hat einen außergewöhnlichen Werdegang hinter sich, der sie von einem mit Bestnote abgeschlossenen Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Budapest in Ungarn im Jahr 2010 als Doktorandin an das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht in Heidelberg führte. Ebenfalls mit Bestnote promovierte sie 2015 an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg. In ihrer preisgekrönten Dissertation zur internationalen Steuerung der Biotechnologie am Beispiel des Umgangs mit neuen genetischen Analysen verfolgte sie bereits ein hochgradig originelles Forschungsprogramm, das juristische mit biomedizinischen Fragen auf neuartige Weise verknüpfte. In ihren weiteren Forschungen hat sie sich zudem intensiv mit neuen Informationstechnologien beschäftigt und entsprechende Fragen des Datenschutzes in rechtsvergleichender Perspektive behandelt. Die Analyse der verfassungsrechtlichen Grundlagen und gerichtlichen Spruchpraxis in so unterschiedlichen Wissenschaftsregionen wie Nordamerika, Europa und Ostasien verbindet sie dabei mit einer außergewöhnlichen Detailkenntnis aktueller Entwicklungen in Biomedizin und Informatik. Molnar-Gabors Forschungstätigkeit an der Schnittstelle von Rechtswissenschaft, Medizin und Informatik hat sich in einer beeindruckenden Liste deutsch- und englischsprachiger Publikationen niedergeschlagen. Zu ihnen gehören neben zwei umfangreichen Monographien mehr als 30 Artikel in internationalen Fachzeitschriften, darunter so prominente Journals wie Human Genetics, Genome Medicine und Nature. Seit 2017 ist sie Nachwuchsgruppenleiterin an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und seit 2019 außerdem Mitglied des dortigen Akademiekollegs. Sie ist zudem Mitglied der Jungen Akademie an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Leopoldina und wurde 2019 mit dem Young Scholars Award des Research Network on EU Administrative Law ausgezeichnet. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Expertise ist sie regelmäßig als Beraterin auf nationaler und europäischer Ebene gefragt. Unter anderem im Rahmen des European Open Science Cloud for Research Pilot Project der Europäischen Kommission. Frau Molnar-Gabor trägt nicht nur, wie ein Gutachter hervorhebt, zur Kumulation der Erkenntnisse und zur Erweiterung des Mainstreams bei, sondern bearbeitet auch ein drängendes Großthema unserer Zeit mit disziplinierter Exzellenz und internationaler Offenheit. Der Auswahlausschuss hat sich diesem Urteil angeschlossen und freut sich sehr, Frau Molnar-Gabor heute zur Verleihung des diesjährigen Heinz-Meyer-Leibniz-Preises gratulieren zu können.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Timothy Noonan zeichnen wir heute einen Geschichtswissenschaftler aus, der in mehrfacher Hinsicht den üblichen Rahmen sprengt. Allein die zahlreichen Sprachen, die er beherrscht, darunter Persisch, Arabisch, Usbekisch, Türkisch und Russisch, lassen einen staunen. Hinzu kommt eine eindrucksvolle Karriere mit international sehr renommierten Stationen Princeton, Harvard, Oxford und jetzt die Freie Universität Berlin. Aber zu einer solchen außergewöhnlichen wissenschaftlichen Karriere wird ein Lebenslauf und Sprachkompetenz erst, wenn dies zu grundlegend neuen Forschungsperspektiven führt. Timothy Noonan sei, so hat es einer der Gutachter formuliert, aktuell weltweit der wichtigste Pionier, der die Geschichte der Sowjetunion im Kalten Krieg einerseits und der Islamischen Revolution andererseits zusammendenkt. Er hat damit in der Geschichtswissenschaft ein ganz neues Untersuchungsfeld erschlossen. Grundlegendes hat er schon mit seiner Dissertation geleistet, erschienen 2016 bei Cambridge University Press unter dem Titel Humanitarian Invasion, Global Development in Cold War Afghanistan. Er entwickelt hier die These, dass der Afghanistan-Konflikt in eine Konfrontation zweier Projekte mit globalem Anspruch gemündet sei. Auf der einen Seite ein Sozialismus sowjetischer Prägung, auf der anderen Seite ein Humanitarismus, der Afghanistan zum Experimentierfeld globaler humanitärer Organisationen habe werden lassen. Am Beispiel Afghanistans könne man die Transformation von nationalstaatlichen Konzepten hin zu einer global operierenden Moralpolitik ablesen. Der regionale Afghanistan-Konflikt wird also gleichsam globalisiert. Zugleich lassen sich mit solch einem Ansatz Motive und Perspektiven der oft widerständigen regionalen Akteure besser nachvollziehen. Und für solche Perspektivwechsel sind Herrn Noonan seine diversen Forschungsaufenthalte in den zentralasiatischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion wie auch in Afghanistan sicherlich zugute gekommen. Mit seinen daran anschließenden Forschungsprojekten hat er die Rolle der islamischen Eliten in dieser Großregion, namentlich im Iran, in den Blick genommen. Dass er auch dort unsere etablierten historischen Deutungsmuster herausfordert, hat er am Beispiel des Ersten Weltkriegs vorgeführt. Dessen eigentliche Ostfront sei die im Westen kaum zur Kenntnis genommene iranisch-russische Front gewesen. Sein neues Projekt, The Silk Roads Cold War, Socialists, Islamists and the Clash of Ideologies, fragt danach, wie im Iran die islamischen Eliten dazu gekommen sind, eine alternative Weltordnung zu entwerfen. Dieses Unterfangen resultierte ursprünglich aus einer Auseinandersetzung mit dem sowjetischen Modell des Sozialismus in den 1970er Jahren. Herausgekommen ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Westen, die bis heute ihre gefährliche Wirkung entfaltet. Dies aber macht die Aktualität der Forschungen von Timothy Noonan aus. Er lässt uns besser verstehen, wie nicht-liberale Akteure die US-geführte westliche Weltordnung herausgefordert haben und welche Wirkungen sie damit auf unsere politische Wirklichkeit bis heute erzielen. Es handelt sich also um hochaktuelle historische Forschung. Dass Timothy Noonan als eine außergewöhnliche Forscherpersönlichkeit schon in jungen Jahren wahrgenommen worden ist, belegen die zahlreichen nationalen und internationalen Preise und Fellowships. Darunter zuletzt das Freigeist-Stipendium, mit dem außergewöhnliche Forscherpersönlichkeiten geehrt werden, die sich zwischen etablierten Forschungsfeldern bewegen und neue Horizonte erschließen. Besser könnte Timothy Noonan nicht charakterisiert werden.
Wir gratulieren sehr herzlich zur Verleihung eines Heinz-Meyer-Leibniz-Preises und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Die algebraische Geometrie hat als wichtiges Teilgebiet der Mathematik eine lange Tradition mit Querverbindungen in viele andere mathematische Disziplinen wie Zahlentheorie, Algebra, Differentialgeometrie oder Topologie und seit jüngerer Zeit auch in die mathematische Physik. Zentraler Gegenstand der Untersuchungen sind geometrische Objekte, die als Nullstellen polynomialer Gleichungen beschrieben werden können. Oft ist allerdings die Geometrie selbst einfachster Strukturen so kompliziert, dass man sie nicht komplett verstehen kann. In der abzählenden Geometrie beschränkt man sich daher darauf, gewisse Klassen von Objekten zu zählen. Das einfachste Beispiel ist hier die Aussage, dass man genau eine Gerade durch zwei gegebene Punkte legen kann. Wenn man aber nun statt einer linearen Gleichung, die eine Gerade bestimmt, eine quadratische Gleichung betrachtet, ist die Antwort schon schwieriger. Das klassische Problem von Apollonius, die Frage nach der Anzahl der Kreise, die tangential zu drei gegebenen Kreisen in allgemeiner Lage liegen, hat als Antwort nämlich 8. Viele konkrete Fragen in dieser Richtung haben zur Entwicklung neuer Theorien und Techniken geführt. Vor etwa 30 Jahren hat das Gebiet einen unerwarteten Aufschwung genommen. Als Physikerinnen und Physiker Antworten auf Fragen fanden, die für Methoden der algebraischen Geometrie außer Reichweite lagen. Gewisse Dualitäten, Spiegelsymmetrien, die mathematisch weiterhin unbewiesen sind, erlaubten es ihnen, bestimmte enumerative Größen, sogenannte Gromov-Witten-Invarianten, neu zu verpacken und erstmalig zu berechnen. Neben den Fields-Medaillisten Eduard Witten und Maxim Koncevich hat auch der Doktorvater von Georg Oberdick, Rahul Pandaripande, dieses Gebiet wesentlich geprägt. Georg Oberdick hat zu dem sich dramatisch entwickelnden Gebiet der Gromov-Witten-Invarianten seit seiner Promotion 2015 an der ETH Zürich bahnbrechende Beiträge geleistet. Dabei ist es besonders beeindruckend zu sehen, wie er mit immer neuen Methoden Fortschritte zu zentralen Fragen des Gebietes erzielt. So löste er gemeinsam mit Aaron Pixton die reduzierte Gromov-Witten-Theorie von Kurven in Calabi-Yau-Varietäten, die sich als Produkt einer K3-Fläche und einer elliptischen Kurve schreiben lassen. Damit konnte Herr Oberdick eine Vorhersage theoretischer Physiker nicht nur mathematisch bestätigen, sondern wesentlich verallgemeinern. In einer weiteren Arbeit, gemeinsam mit Yunyang Shen, konnte er eine Transformationsformel beweisen, die es erlaubt, zwischen verschiedenen Arten des Zählens rationaler Kurven zu übersetzen. Wiederum gelang es ihm damit, eine Vermutung der Physik mathematisch zu verifizieren. Georg Oberdick gehört zu den vielversprechendsten jungen Vertretern der algebraischen Geometrie. Schon jetzt genießt er international ein beachtliches Renommee. Mit seiner Berufung als Bonn Junior Fellow an das Hausdorff Center nach Bonn ist das Gebiet der enumerativen algebraischen Geometrie erstmalig prominent in Deutschland vertreten. Und sein Einfluss auf die nächste Generation ist schon jetzt deutlich spürbar. Mit der Verleihung des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises ermutigen wir Herrn Oberdick, diesen Weg weiter erfolgreich zu beschreiten. Herzlichen Glückwunsch! Hoffnungsträger der Zukunft. Dies umfasst nicht nur unsere diesjährigen Preisträger, sondern auch die Materialien, an denen Herr Professor Michael Saliba forscht. Er untersucht eine neue Klasse von Materialien, die äußerst vielversprechend für die Anwendung in Solarzellen und Detektoren sind. Diese Perovskite gelten in der Tat als die Solarzellen der Zukunft. Nach ersten Tests vor nur gut 10 Jahren erreichen die Perovskit-Solarzellen nun bereits Wirkungsgrade, die an die besten Siliziumzellen herankommen. Zudem können die Perovskite in Form von dünnen Schichten wunderbar mit darunterliegendem Silizium kombiniert werden. Dadurch sind besonders effiziente Tandem-Solarzellen möglich,
die günstig Solarstrom erzeugen und in idealer Weise zu einem wirtschaftlichen Ausbau der Energiegewinnung aus nicht fossilen Quellen beitragen können. Man kann sich nun fragen, warum wir Perovskit-Solarzellen nicht bereits im großen Maßstab einsetzen. Nun sind diese Zellen zwar sehr effizient und kostengünstig herstellbar, allerdings haperte es mit der Stabilität und der Langlebigkeit. Hier gelang Herrn Saliba ein entscheidender Durchbruch, indem er auf Hitze- und Feuchtigkeit anfällige organische Komponenten durch anorganische Elemente ersetzt hat. Durch diese innovative Synthese können reproduzierbar außergewöhnlich effiziente und stabile Perovskite hergestellt werden, die mittlerweile zum Standard in der Perovskit-basierten Solarzellenforschung geworden sind. Die Forschung an Perovskiten beschäftigt Herrn Saliba schon seit seiner Promotionszeit. Nach einem Forschungsaufenthalt an der Cornell University hat er 2014 an der University of Oxford mit einer Arbeit über Perovskit-Solarzellen zum Dr. Phil promoviert. Nach seiner Postdoktorandenzeit an der Stanford University als Marie Curie Fellow an der EPFL in Lausanne sowie als Gruppenleiter an der Universität Fribourg hat er seit 2019 eine Professur an der TU Darmstadt. Parallel dazu leitet er eine Helmholtz-Nachwuchsgruppe am Forschungszentrum Jülich. Auf dem Weg dorthin hat er nebenbei noch zwei Rufe auf Tenure-Track-Professuren in Singapur und Finnland abgelehnt. Von seinen vielen Ehrungen und Auszeichnungen seien hier nur folgende erwähnt. Herr Saliba wurde 2016 vom Deutschen Hochschulverband zum Nachwuchswissenschaftler des Jahres gewählt, wurde vom MIT Technology Review auf die weltweite Liste der Top 35 Innovatoren unter 35 gesetzt und gehört seit 2018 zu den 1% bestzitierten Wissenschaftlern laut Thomson Reuters. Weiterhin hat er sowohl für seine Diplom- als auch für seine Doktorarbeit Exzellenzpreise einer aramäischen Studentenorganisation gewonnen. Auch im Debattieren kann ihm so schnell niemand etwas vormachen. So gewann er die Debattierliga Europa sowie drei von der Wochenzeitung Die Zeit ausgerichtete Zeitdebatten. Auch in Zukunft wird Herr Saliba intensiv an den Perovskit-Materialien forschen. So wird er dazu beitragen, diese Materialien grundsätzlich besser zu verstehen und die Umsetzung in kommerzielle Anwendungen mit voranzutreiben. Eine von ihm jüngst entdeckte Eigenschaft der Perovskite ist, Röntgenstrahlen in Licht umzuwandeln. Dies ermöglicht die Möglichkeit, diese Materialien als nächste Generation von Röntgendetektoren in der medizinischen Diagnostik einzusetzen. Somit leistet Herr Saliba nicht nur wesentliche Beiträge in der Energieforschung, sondern auch im Bereich Medizin. Die DFG verleiht Herrn Professor Michael Saliba den Hans-Meyer-Leibniz-Preis 2020 für seine herausragenden experimentellen Arbeiten an Materialien für die Photovoltaik. Dazu herzlichen Glückwunsch. Privatdozent Dr. Erik Schilling forscht zur deutschen Literatur. Interdisziplinär offen, komparatistisch und mit historischer Tiefenschärfe. Originell und herausragend zu nennen ist die aus seiner Habilitationsschrift hervorgegangene Studie Liminale Lyrik, feinrhythmische Hymnen von Klopstock bis zur Gegenwart. Hier wird nicht etwa ein verstaubtes Genre mit Hilfe einer bislang fehlenden Gattungsgeschichte künstlich akademisch beatmet. Dem Autor gelingt es, die grenzüberschreitende Kraft, das Ausgreifen ins Metaphysische, Konzeptuelle oder Göttliche einer sehr alten Textsorte, poetologisch, anthropologisch und sozial präzise auszuleuchten und auf diese hochdifferenzierte Weise neues Interesse für ihre kulturwissenschaftliche Anschlussfähigkeit zu wecken. Auch die Monographie Der historische Roman seit der Postmoderne, Umberto Eco und die deutsche Literatur, basierend auf der Dissertation, erfüllt in ihrer komparatistischen Dimension nicht nur ein Desideratum im Fach, sondern eröffnet literaturtheoretisch zugleich einen komplexen Dialog mit theoretischen Positionen in der Geschichtswissenschaft, in dem die fachspezifischen Erkenntnisgewinne auf vorbildliche Weise profiliert werden. In beiden Studien werden zentrale Anliegen des Fachs in interdisziplinären Gefügen auf innovative und höchst ertragreiche Weise neu verankert. Hinzu kommen an einschlägigen Publikationsorten eine weitere Studie zur Dialogizität in der Lyrik des 20. Jahrhunderts,
für ein breiteres Publikum der soeben bei Beck erschienene Band zur Authentizität sowie zahlreiche Herausgeberschaften mit Schwerpunkten in der Literaturtheorie, im Band Literatur und Theorie in der Postmoderne, der Erzählliteratur zu Thomas Mann und zu Umberto Eco, der zeitgenössischen Lyrik zu Ulrike Dresner sowie zur Poetik und Praxis der Freundschaft. Erik Schilling hat in München, Pavia und Salamanca studiert. Er wurde im Jahr 2012 in der deutschen Literatur und in italienischer Philologie promoviert und hat sich im Jahr 2017 mit nur 33 Jahren an der Ludwig-Maximilians-Universität München habilitiert. Einige Jahre dieser Zeit hat er im Ausland geforscht, so etwa an der Harvard, der Oxford und der Stanford University. Als Leiter des Projekts Daten, Dichten, Deuten – Ambiguitätstoleranz in Interpretationskulturen warb er zuletzt Drittmittel aus der Exzellenzinitiative der LMU ein. Der Preisträger ist Mitglied der Jungen Akademie der Leopoldina sowie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Er erhielt renommierte Forschungsstipendien, zum Beispiel von der Alexander von Humboldt-Stiftung, der Thyssen-Stiftung, des Max-Weber-Programms im Elite-Netzwerk Bayerns und der Deutschen Studienstiftung. Ein Gutachter nennt Privatdozent Schilling, und ich zitiere, einen der profiliertesten und begabtesten jungen germanistischen Literaturwissenschaftler seiner Generation. Und wir freuen uns, ihn mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis auszeichnen zu können. Herzlichen Glückwunsch! Dr. Monika Undorf ist eine außerordentlich ideenreiche, produktive und besonders kreative Wissenschaftlerin, die trotz des frühen Stadiums ihrer akademischen Karriere auf dem Gebiet der Metagedächtnisforschung zu den weltweit führenden Forscherpersönlichkeiten zählt. Doch was ist eigentlich das Metagedächtnis? Ich möchte dies anhand einer Anekdote illustrieren. Als junge Doktorandin eignete ich mir Methodenwissen über sogenannte tau-äquivalente Variablen an, die mir völlig unbekannt erschienen. Hätte mir jemand erzählt, dass ich dies bereits in meinem Studium gelernt hätte, hätte ich geantwortet, das kann nicht sein. Wenn mir das Konzept schon einmal bekannt gewesen wäre, wüsste ich es. Und dann begab es sich, dass ich aus alten Vorlesungsaufzeichnungen Altpapier machte und, Sie ahnen es, ich fand seitenlange Ausführungen über tau-äquivalente Variablen in meiner eigenen Handschrift. Beim Metagedächtnis handelt es sich also um das Wissen über das eigene Gedächtnis. Dies ist ein wichtiges Thema innerhalb der Kognitionsforschung, weil zum einen metakognitive Überzeugungen häufig falsch sind. Und zum anderen hängt der Erfolg bei kognitiven Aufgaben und beim Lernen wesentlich von Metakognition ab. Frau Dr. Undorf hat ihr Psychologiestudium in Bonn und Mannheim sehr zielstrebig und äußerst erfolgreich im Jahr 2005 nach nur 5 Jahren mit bestmöglichen Bewertungen in allen Fächern abgeschlossen. Für ihre Diplomarbeit erhielt sie den Otto-Sells-Preis für die beste Abschlussarbeit im Fach Psychologie. 2009 wurde sie mit einer Dissertation zum Thema Metagedächtnis und Lernen mit Summa Cum Laude promoviert. Beginnend mit der ersten Publikation ist die internationale Sichtbarkeit von Frau Dr. Undorf schlagartig gestiegen. Ihre erste Arbeit erschien in der führenden Zeitschrift der kognitiven Psychologie, hat wegen ihres methodischen Einfallsreichtums und der empirischen Gründlichkeit der Methodik unter Metagedächtnisforschern weltweit für große Aufmerksamkeit gesorgt. Ihre experimentellen Arbeiten zeigen, dass Erfahrungen im Moment der Enkodierung des Speicherns wesentlich zu Metagedächtnisurteilen beitragen, etwa die Erfahrung, dass assoziierte Informationen flüssiger verarbeitet werden. Neben mehreren Projekten hat sie ihre eigene Stelle bei der DFG eingeworben und ist Nachwuchsgruppenleiterin an der Universität Mannheim, gefördert durch eine Margarete von Wrangel Fellowship des Landes Baden-Württemberg. Ein Lehrpreis der Fachschaft Psychologie belegt ihre Exzellenz auch in der Lehre. International wurde ihr der Clifford T. Morgan Best Paper Award der Psychonomic Society verliehen und sie wurde als Invited Speaker zum Jahreskongress dieser Fachgesellschaft eingeladen. Die Association of Psychological Science hat sie zum Rising Star
gekürt. Dies ist beeindruckend und darauf zurückzuführen, dass ihre Arbeiten das Wissen auf dem Gebiet der Metagedächtnisforschung weit vorangebracht haben. Außerdem hat sie Methoden bereitgestellt, die sich gerade als Standardmethoden der Metakognitionsforschung etablieren. Gutachten attestieren ihr nicht nur ein kohärentes Forschungsprogramm, sondern auch die Fokussierung auf die höchstrangigen internationalen Fachzeitschriften und damit Qualität vor Quantität. Außerdem ist sie bei den meisten ihrer Arbeiten Erstautorin in unterschiedlichen Teams. Sie hat somit in wenigen Jahren ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit und internationaler Vernetzung erreicht. Als zweifache Mutter ist die heute Ausgezeichnete außerdem ein herausragendes Vorbild, besonders für Frauen, die im Psychologiestudium stark überrepräsentiert, bei kognitionspsychologischen Professuren jedoch stark unterrepräsentiert sind. Ich hoffe, dass der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis ihr weiteren Rückenwind gibt und gratuliere herzlich dazu. Batterien. Wir alle nutzen sie im Laptop, Tablet, Smartphone oder im Bereich der Elektromobilität. Wenn wir sie nur nicht so oft wieder aufladen müssten. Und dann ist wieder keine Steckdose in der Nähe. Hier setzt die Forschung von Dr. Wolfgang Zeyer an. Er arbeitet an der Entwicklung von Materialien für Batterien der Zukunft, die leistungsfähiger, zuverlässiger, nachhaltiger und umweltfreundlicher sind als die derzeitige Generation von Energiespeichern. Dazu verfolgt er das Ziel, die Zusammenhänge zwischen dem atomaren Aufbau von Festkörpern und den physikalischen Eigenschaften grundlegend zu verstehen, um dann gezielt maßgeschneiderte Materialien zu entwickeln. Ein wesentlicher Aspekt der Arbeiten von Herrn Zeyer beruht dabei auf der Annahme, dass die dynamischen Eigenschaften des Festkörpergitters einen wesentlichen Einfluss auf den Ionentransport haben. Die jüngsten Ergebnisse seiner Untersuchungen hierzu sind in Übereinstimmung mit dieser Hypothese. Die von ihm dazu publizierten Resultate sind auf große Resonanz gestoßen und werden das Fachgebiet sicherlich nachhaltig beeinflussen. Diese Arbeiten sind von entscheidender Bedeutung für eine rational basierte Materialentwicklung besserer Elektrolyte für Feststoffbatterien. Herr Zeyer hat sich bereits eine sehr hohe internationale Sichtbarkeit erarbeitet. Dazu hat er nach seiner ausgezeichneten Promotion im Jahre 2013 an der Universität Mainz gezielt renommierte Wirkungsstätten für seine Postdoktorandenzeit ausgesucht. Nach einem Jahr in der University of Southern California in Los Angeles war er an der Northwestern University in Evanston und am California Institute of Technology in Pasadena tätig. Im Juli 2015 ist er nach Deutschland zurückgekehrt und seitdem Nachwuchsgruppenleiter an der Universität Gießen. Seit Januar 2018 ist er zudem Leiter einer Emulator-Gruppe. Neben dieser Auszeichnung war er Stipendiat der Studienstiftung, hat ein Promotionsstipendium der Karl-Zeiss-Stiftung bekommen, sowie später ein Forschungsstipendium der Max-Bucher-Forschungsstiftung. Von der Vielzahl seiner Preise sei hier nur der Promotionspreis für Chemie der Böhringer-Ingelheim-Stiftung sowie der Young Scientist Award der International Society of Solid State Ionics erwähnt. Wie von den Gutachtern treffend bemerkt, ist Herr Zeyer einer der, wenn nicht sogar der weltweit führende Nachwuchswissenschaftler im interdisziplinären Bereich der Festkörperchemie und Materialwissenschaft. Er besetzt mit seiner Expertise ein Wissenschaftsfeld von höchster Anwendungsrelevanz, das eine zentrale Rolle bei der Energie- und Verkehrswende spielt. Sein strategisch exzellent angelegter wissenschaftlicher Ansatz wird ihm sicherlich eine stetige und erfolgreiche Entwicklung seiner Karriere garantieren. Die DFG verleiht Herrn Dr. Wolfgang Zeyer den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2020 für seine herausragenden Arbeiten in der gezielten Entwicklung von Materialien für die Energiespeicherung und Gewinnung. Wir gratulieren dazu ganz herzlich.